hier sind wir tatsächlich auf dem Schlachtfeld. Ja! Oh! Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir gehen wieder zusammen auf die Reise. Diesmal geht es nach Polen und wir haben da eine wirklich besondere Fläche, und zwar ein Schlachtfeld aus dem 18. Jahrhundert. Ziemlich cool, bin gespannt, was da passieren wird. Und ja, ist natürlich eine weite Reise wieder mit Kosten verbunden. Darum danke ich meinem Sponsor abenteuer-schatzsuche.de, der mich dahingehend unterstützt, dass ich solche Abenteuer erleben kann und mit euch auch teilen kann. Von daher, wenn ihr einen Detektor braucht, eine Schaufel braucht, irgendwas für die Schatzsuche, seid ihr bei Abenteuer-Schatzsuche wirklich bestens aufgehoben. Der Jochen hat einen richtig guten Service, hat einen eigenen Servicetechniker, wenn mal was dran ist am Detektor, hat eine sehr gute Beratung, ist immer für euch da und vor allen Dingen schnell und zuverlässig, besser als wenn man irgendwo bei Amazon bestellt. Von daher kann ich euch das nur ans Herz legen, und jetzt gehen wir gemeinsam ins nächste Abenteuer, das Schlachtfeld von Zorndorf. Ich bin wirklich mega gespannt, was geht. Ab die Post nach Polen. Diesmal geht die Reise also nach Polen. Um genau zu sein, sind wir in der Nähe von Sarbinowo, was früher mal Zorndorf hieß, wo 1758 eine der blutigsten Schlachten des Siebenjährigen Krieges tobte. Hier bin ich auf ein polnisches Schatzsuchertreffen eingeladen, bei dem in Zusammenarbeit mit der Archäologie die Schlacht von Zorndorf untersucht werden soll. Welche Beweise können wir noch heute finden? Nach einer kurzen Einweisung erhalten wir sogar einen Einblick in die Schlachtpläne von damals und können anhand der Karten ungefähr ausmachen, wo welche Kriegspartei gewesen ist. Am 25. August 1758 standen sich hier preußische und russische Truppen gegenüber und bekämpften sich erbittert den ganzen Tag lang. Und am Ende lagen genau hier über 30.000 Soldaten entweder verwundet oder getötet. Spannend ist nun, was wir hier heute noch auf dem Schlachtfeld von damals finden können. Darum nehme ich euch mit in ein neues, spannendes Abenteuer auf der Suche nach der blutigen Schlacht von Zorndorf. So, hier haben wir jetzt ein tiefes Signal, kommt rein mit 70 etwa. Ja, wird besser. Sehr gut, okay. Was haben wir diesmal? Vom Schlachtfeld. Ist schon krass, sich das so vorzustellen. Das hier ist ein Uniformknopf. Und ich hoffe, wir finden jetzt auch noch ein bisschen mehr dazu. Der könnte hier Silber gewesen sein. Da kommt so ein bisschen Silber durchgeblitzt. Ja, hier die ersten Funde vom Schlachtfeld. Wir haben da einen Knopf gesehen, von denen habe ich viele gefunden. Ich habe mal drei schöne rausgesucht. Warum hat man die so oft gefunden? Und dazu springen wir mal eben auf Wikipedia. Da sehen wir die Soldaten von damals, und die hatten so Gamaschen. Und die waren verschlossen an den Seiten mit so kleinen Knöpfen. Das sieht man auch ganz gut auf dem Bild hier. Und das sind exakt diese Knöpfe, die jetzt fast 250 Jahre später hier bei uns auf dem Tisch liegen. Das sind also die ersten Funde vom Schlachtfeld. Auch wenn es nur Knöpfe sind, gehört es ganz klar zu den Soldaten von damals, die sich hier bekämpft haben. Und wir werden noch viel, viel mehr finden, was auch richtig interessant ist. Darum machen wir ganz schnell weiter. Hier haben wir das nächste Signal. Kommt rein mit 80. Da, und es ist schön tief auch. Ach, jetzt aber, komm. Wo bist du? Da unten in der Ecke, okay. Gleich haben wir's. Hier. Nächste Musketenkugel. Volltreffer, irgendwo aufgeschlagen. Vom Allerfeinsten hier. Boah, das hat irgendwen erwischt. Hier standen sie und haben rübergeschossen gegen die Preußen. Die wird wahrscheinlich dann preußisch sein. Kam von der anderen Seite hier rüber und hat irgendeinen russischen Soldaten getroffen.
Ja, hier habe ich jetzt mal mehrere Musketenkugeln, die ich da gefunden habe, mitgenommen. Wir haben sie übrigens auch alle eingemessen. Was ist jetzt an diesen Musketenkugeln so besonders? Sie sind aus Blei. Das heißt, die verformen sich auch. Die Runden, die wir hier auf dem Tisch sehen, die haben natürlich niemanden getroffen. Und die, die ich jetzt hier mal rausgesucht habe, die so verdutscht aussehen, wie man bei uns sagt, also die so halb nur aussehen, die haben tatsächlich einen Soldaten dann auch getroffen mit größter Wahrscheinlichkeit. Und ja, das finde ich schon ziemlich spooky, wenn man sieht, du hast hier so eine Musketenkugel, also ein Geschoss, und das hat damals mit großer Wahrscheinlichkeit einen anderen Soldaten getroffen. Das finde ich schon immer so ein bisschen gut. Ebenfalls interessant war auch, dass ich alle Musketenkugeln mal eingemessen habe, das heißt per GPS, und man konnte tatsächlich auch so eine Linie erkennen. Und das finde ich halt eben super interessant. So das Thema Schlachtfeldarchäologie. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und wir machen weiter mit den nächsten Funden. So, hier haben wir unseren nächsten Fund, 83, und ich sehe ihn auch, glaube ich, schon oben aufliegen. Das hier könnte ein Uniformknopf sein. Sieht auch so aus. Ist die Frage, ob was drauf ist oder nicht. Scheint was drauf zu sein. Könnte preußisch sein. Ich glaube schon. Ja, messen wir mal ein. Das ist gut. Ist was von der Uniform hier. So rum. Ja. Das ist gut. Ja, hier jetzt ein Knopf, ebenfalls von der Uniform, und wir sehen einen Adler mit nur einem Kopf. Wichtiges Detail, denn das sagt uns, dass dieser Knopf auf jeden Fall preußisch sein muss. Und also von der anderen Seite, die Truppen, die von Zorndorf aus vorgerückt sind, die haben die gegnerischen Truppen übrigens auch später ins Moor zurückgedrängt mit einem sehr interessanten Schachzug. Kann man sich alles auf Wikipedia durchlesen zur Schlacht von Zorndorf, und wir machen weiter mit dem nächsten kleinen, aber feinen Fund. Was der nächste Müll ist hier. Ach, wo ist es denn? Ein Schlüsselloch. Ha! Interessant. Vielleicht von der Kiste. Könnte von der Kiste sein. Von der Schatzkiste, Leute. Wo ist der Rest? Hier jetzt das Schlüsselloch, natürlich nicht von der Tür, sondern von der kleinen Kiste. Also das kann natürlich alles Mögliche gewesen sein, zum Beispiel auch eine Kiste, wo der Sold drin war für die Soldaten. Es kann aber auch von einer Kiste sein, mit der gereist worden ist. Also da ist alles möglich, definitiv, aber auch von den Soldaten aus der Zeit von damals, die ja auch da gelagert haben. Also auch wenn es nur so ein kleiner Fund ist, auch das, finde ich, ist ein super interessanter Zeitzeuge von 1758. 92er Leitwert jetzt hier. Ich hoffe auf eine schöne, fette Münze. Yes. Ist doch drin. 90er Signal. Das ist eigentlich gut. Musketenkugel auf keinen Fall. Es ist, glaube ich, rund. Und? Ah, nee. Ist schon wieder von einem Löffel. Okay, ich will mehr. Wo sind die heißen Dinger, ey? Ja, hier habe ich mich ziemlich schwer getan mit der Säuberung. Ihr seht hier mal den Löffel auf dem Tisch liegen, war unglaublich verkrustet. Interessant ist natürlich die Rückseite hier, ob irgendwas drauf ist. Tatsächlich war etwas drauf, und zwar ein S. Ja, was bedeutet es genau? Ich habe es nicht rausgefunden, um ehrlich zu sein. Könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das ist aber auch wieder ein Fund, natürlich aus der Zeit von damals, und alles gehört dazu. Alles das findest du auf so einem Schlachtfeld, finde ich super interessant, und wir machen weiter. 90er Leitwert. Aber es scheppert. Vielleicht die Dose einfach nur wieder. Von irgendwelchen Sucherkollegen, die schon hier waren vor uns. Nee, da ist was. Das könnte auch interessant sein. Das ist auch mal was anderes hier. Sieht aus wie ein alter Hahn irgendwie. So ein Zapfhahn oder irgendwas. Vielleicht um die Leute hier mit Trinken zu versorgen auf dem. Das könnte tatsächlich auch wieder interessant werden hier.
Okay. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber es ist irgendwie so ein... wie ein Zapfhahn. Ich glaube, es ist ein Zapfhahn. Ja. Vielleicht stand hier das Fass mit Bier oder Wein. Die preußischen Soldaten. Alle schön einen hinter die Binde kippen und dann ab in die Schlacht. Hier haben wir jetzt einen Zapfhahn auf dem Tisch liegen, der ist ebenfalls vom Schlachtfeld. Die Truppen, da waren ja zigtausend Menschen unterwegs, die haben ja da gelagert, die wollten natürlich auch essen, auch trinken, die mussten versorgt werden und das ging nicht in der Wasserkiste damals, sondern da wurde alles in riesengroßen Fässern da ans Schlachtfeld gebracht. Ich habe mal ein Bild rausgesucht bei Wikipedia, da sieht man mal von 1804 ein Bild mit einem Weinfass und da sieht man auch den Zapfhahn, der diesem hier ziemlich ähnlich ist, muss ich sagen, und super interessant. Auch diese kleinen Funde machen halt das Leben der Soldaten so greifbar, finde ich. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und wir haben noch zwei schöne Funde. Oh, ja, ja. So. Nein! Das ist interessant hier. Guck. Wow. Jetzt mal gerade mich gegen den Wind stellen, dass man auch was hört. Das war jetzt echt ein schöner Zufallsfund. War, glaube ich, gar nicht mit gerechnet hier. Und das sieht nach einer Pflanze aus, nach einem Stern aus oder irgendwas. Könnte interessant werden auf jeden Fall. Vielleicht nochmal hier so ein bisschen im Umfeld suchen. Oder vielleicht was Kirchliches. Ich persönlich glaube, dass es sich hierbei um ein abgebrochenes Stück von einem Kreuz handelt. Also eine religiöse Darstellung hier. Könnte auch orthodox sein. Das war so mein erster Gedanke, den ich hatte. Das Stück, was wir hier sehen, ist auch versilbert, also durchaus was Hochwertiges mal gewesen, was damals hier auch in der Schlacht verloren gegangen ist. Super interessant. Ich bin mal gespannt, was ihr meint, was es ist. Schreibt es gerne in die Kommentare unten und wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Hier jetzt wieder 88, 89 der Leitwert. Vielleicht die nächste Musketenkugel. Aber ich warte auch immer noch auf die nächste Münze. Oder die erste Münze, sagen wir mal so. Irgendwann muss sie kommen. Na, wo ist es? Hier. Was ist das? Oh, yes! Ja! Oh! Ich glaube, es ist ein Abzeichen. Könnte echt ein Abzeichen sein. Bloß nicht zu laut jetzt, sonst kommen die ganzen anderen Super hier an und wollen auch. Das halten wir mal schön, behalten wir schön für uns. Jetzt! Jetzt geht's los hier. Das ist tatsächlich ein Abzeichen. Sehr geil. Psst, nicht so laut. Ich dachte wirklich, das ist jetzt der Jackpot-Fund des Tages auf dem Schlachtfeld. So ein richtig schickes Abzeichen von irgendeiner Uniform. Es ist tatsächlich ein Abzeichen, das stimmt, aber es ist nicht von 1758, sondern es ist aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das fand ich sehr interessant, dass das da mitten auf dem Acker liegt. Man sieht hier, wenn man drauf schaut, das Wort Fernverkehr, natürlich mit Bindestrich, wie sollte es anders sein? Und das ist ein sogenanntes WHW-Abzeichen, also Winterhilfswerk. Da hat man damals Geld für bezahlt, um für Bedürftige zu sorgen in der kalten Jahreszeit und hatte dann als Dankeschön so eine Anstecknadel bekommen. Und warum auch immer da Fernverkehr draufsteht, die haben die wildesten Sachen damals da drauf geschrieben. Auf jeden Fall aus dem Zweiten Weltkrieg ein Abzeichen Winterhilfswerk. Das ist der letzte Fund des Schlachtfelds. Es kamen noch super interessante Funde von auch vielen anderen Suchern. Ein wirklich ereignisreicher Tag, aber es war nur einer Tag. Normalerweise hätte man da viel, viel länger bleiben müssen, viel, viel länger sein müssen, um noch mehr spektakuläre Funde zu machen. Aber wir waren halt leider von unserem Zeitfenster her so ein bisschen eingeschränkt.
Trotzdem würde mich eure Meinung interessieren, Schlachtfeldarchäologie, ist das was, was hier auf dem Kanal häufiger stattfinden soll, ja oder nein? Dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Jetzt gibt's noch ein paar Outtakes. Ein Dank geht natürlich noch an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Ich brauche Sponsoren, liebe Freunde, muss auch ab und zu mal Werbung machen, um solche Reisen überhaupt möglich machen zu können. Alles kostet Geld, ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Und jetzt gibt's die Outtakes. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, danke fürs Zusehen. Ciao. Das sieht mir eher nach einer Bierdose aus. Antik. Mal schauen, was kommt. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich weiß nicht, warum hier 3 Millionen Tonnen Draht auf diesem Acker liegen. Aber preußisch ist dit nicht. Der nächste Mistschnipsel. Ja, Kurva. Kurva, Bierdolle. Langsam komme ich mir echt ein bisschen verarscht vor hier. Kleines Drecksgeschnipsel. Das ist der Rest von der Musketenkugel. Irgendwas Gesplittertes. Ich höre irgendwelche Vögel hier, ne? Ja, ja. Die Bierbüchse von der Schlacht von Zorndorf, da ist sie. Puh. Was ist das hier? Ach, ein scheiß Flaschendeckel, ey. Frontlinie. Will ich die Rückseite hier, ob irgendwas drauf ist. Tatsächlich war etwas drauf, und zwar ein S. Hey du, genau du, willst du ein S kaufen? Nur für die Outtakes.